Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Chrome-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie man bei Google Chrome den Hintergrund ändern kann und somit auch das Design anpassen kann. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wo sich die Funktion befindet. Dafür starten wir zunächst einmal Chrome und wir befinden uns jetzt hier auf meinem Startbereich. Ich gehe oben auf die drei Punkte und klicke auf Einstellungen. Hier wechseln wir in den Reiter Darstellung und klicken auf Design. Und dann kommen wir auch schon in den Chrome Web Store und hier finden wir verschiedene Möglichkeiten, das zu designen. Einmal Künstlerdesigns, das ist jetzt nicht so meins. Dann haben wir welche, die von Chrome selbst veröffentlicht sind und hier thematisch noch ganz andere, zum Beispiel Weltraum. Und ich habe eben schon mal durchgeguckt, ich finde zum Beispiel das ganz schön. Das klicken wir also an und klicken hier auf Hinzufügen. Und mit wenigen Klicks ist das auch hinzugefügt und wir sehen schon, wurde übernommen. Hier können wir es direkt rückgängig machen, wenn es mal eins ist, was uns nicht so gefällt. Ich lasse es jetzt mal so. Und dann schauen wir das nochmal auf der Startseite an. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und das, finde ich, hat was und das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Eigentlich ist es somit nicht schwer, das Design in Chrome zu ändern, aber man muss natürlich wie immer wissen, wo man danach suchen muss. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.